Im heutigen Video zeige ich ein Männersteak. Wie ich das mache, du kannst immer ein Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich ein richtiges Männersteak. Potterhouse-Steak. Wenn ich mit meinen Freunden rede, jede will ein richtig gutes Steak. Und richtig gutes Steak, also das heißt zuerst richtig gutes Fleisch. So, ich habe heute also ein Potterhouse-Steak. Ich habe schon mehrere gemacht. Tomahawk-Steak, T-Bone-Steak. Und T-Bone-Steak also sieht fast gleich also wie Potterhouse-Steak. Nur eines Unterschied, da am Potterhouse Filet am Potterhouse-Steak ist ein bisschen breiter als bei T-Bone-Steak zum Beispiel. Rest ist fast gleich. Das ist Roastbeef und Filet und auch also dann Knochen wie Tee. Ich denke, alles, also was über 3 cm Filet ist, also dann ist Potterhouse-Steak. Und nicht nur richtig viel Fleisch, sondern das ist auch also ein Dry-Aged-Steak, 21 Tage am Knochen, wurde richtig ausgereift. Und deswegen, also ich hoffe, also das wird auch also sehr, sehr lecker. Der ist genau 4 cm dick. Früher habe ich richtig Angst gehabt, wenn ich ein Steak sehe, so wie der da, welcher richtig teuer ist und auch also dick. Also ob, kannst du ihn richtig also gut vorbereiten? Und sage ich, also das ist viel einfacher als eine dünne und marinierte zu nehmen und vorbereiten, weil normalerweise kannst du ihn nicht kaputt machen. Und für heutigen Rezept brauche ich Flockensalz und Pfeffersinfonie, also das schwarze, grobes Pfeffer. Fertig. Mehr absolut nicht. Bei guter Fleischqualität sind keine weiteren Gewürze nötig. Und deswegen braucht man nur Salz und Pfeffer. Ich habe in einem Video schon gesagt, dass ich also zuerst also den Steak aus dem Kühlschrank geholt und eine Stunde war bei Zimmertemperatur zum Beispiel gewesen. Im Regel mache ich das nicht mehr. Meiner Meinung nach, also so um 20 Minuten, also vollkommen wird ausreichen. Ich mache jetzt gleich dann Flockensalz. Am einen Seite, dann umdrehen. Ich habe am manchen Steak auch also so gemacht, also dass ich zuerst also mit gutem Olivenöl auch so also ein bisschen eingeschmiert. Aber sage ich, das ist alles Geschmackssachen und wenn du also richtig ein gutes Stück Fleisch hast, dann brauchen wir wenig wie möglich unterschiedliche Gewürze, weil Fleisch schmeckt vom alleine richtig gut. Braucht man nur Salz, Pfeffer, fertig, nicht mehr. Salz oben drauf. Pfeffern bitte nicht, pfeffern nur wenn das alles fertig wird. Und in diese 20 Minuten Vorbereitungszeit, Salz zieht Feuchtigkeit an und wird verteilt also in den Fleisch. Und für heutigen Rezept brauche ich wieder was Besonderes. Und das heißt, ich nehme ganz einfach eine Gussplatte mit Rillen. Ich habe die schon mehrmals gezeigt. Also normalerweise, ich verwende die also für Gemüse. Und heute mache ich extra für Steak. Nur aus einem Grund, weil also da ist also schon ziemlich viele Rillen. Und dann kannst du richtiges Branding am Steak bekommen. Was normalerweise am meiner Grillrost, also wird nicht so besonders gut. Ich habe am Tomahawk Steak auch also gezeigt, wie kann man auch also dann ganz einfach also auf dem Grillrost drauflegen. Und ehrlich, Muster vom normales Grillrost hat mir nicht so besonders gut gefallen. Und wie mehr Rillen ist, also so mehr, so bekommt es also dann auch Steak Rostaroma. Und heutigen Gericht mache ich bei Sisselson, also wo bei mir also dann 3 Brenner, wo kann ich also dann richtig hohe Hitze erreichen. Welche brauchen wir besonders bei Steak zum Beispiel? Grill soll also ein bisschen ausbrennen und dann kann ich gleich anfangen. Ich freue mich schon also für heutigen Abend. Jetzt ist gerade März, aber draußen ist richtig schönes Wetter. Gestern war brutal kalt, aber heute richtig perfekt und für Grillen ist sowieso. So, am Steak sieht man auch also dann ein breiteres Fettanteil. Manche schneiden das sofort ab und das ist ein Fehler, bitte nicht. Und für gutes Steak brauchen wir auch also gute Zange. Zum Beispiel, also ich kann ihn halten und der verdreht sich nicht. Und der ist genau 1,2 Kilo in Amerika. Also der ist sehr, sehr beliebt. Deswegen Potterhouse Steak. Und
Porterhouse Steak und T-Bone Steak gehört zur Königsklasse. Klar, das ist also nicht so günstig, deswegen also ich kaufe das nicht so oft, aber das schmeckt immer richtig perfekt. Grill ein bisschen raucht noch, weil also da ist also Trennspray auf der Gussplatte und deswegen also sieht man ein bisschen. Deckeltemperatur zeigt 310 Grad, aber Gussplatte 380. Ich habe da ein Fettschicht und Fettschicht mache ich zuerst also dann ein bisschen anbrennen. Was mir am Gussplatte gefällt, dass da kommt nicht alles gleich in Flammen, weil Fett normalerweise, also wenn er runtertropft, also das brennt, dann brennt also sofort. So, da kann man schon sehen, gute Branding. Und jetzt lege ich also ganz einfach. Oh, schön. Ich mache ihn einmal wenden, das heißt nach 1,5 Minuten oder 90 Sekunden, wie manche sagen, 1,5 Minuten vorbei. Jetzt schauen wir mal. Das sieht schon richtig gut aus. Jetzt drehe ich nochmal 90 Sekunden und dann kann man ihn komplett umdrehen. So, jetzt ist noch 1,5 Minuten vorbei. Oh, sieht richtig gut aus. So. Also ehrlich, das sieht richtig perfekt. Gefällt mir sehr gut. So, sieht gut aus. Und jetzt nochmal. Genau, noch 90 Sekunden und kann man schon auf die Seite legen. Und jetzt lege ich ganz einfach bei indirekter Hitze. Und ich mache nur einen Brenner an. Thermometer muss nicht direkt also am Knochen, weil Knochen speichert nicht so stark Hitze, deswegen in der Nähe ca. 2 bis 3 cm auf die Seite. Bei Medium muss so ungefähr 54 Grad Kerntemperatur sein. Ich mache so ca. 52 bis 53, dann ziehe ich raus und bei dem Ausruhen Steak wird nachgeholt, also noch ein paar Grad so ungefähr. Das ist fertig, also ich habe jetzt ganz einfach also dann Steak rausgeholt und auf dem Brett draufgelegt. Grill ist jetzt ausgeschaltet und jetzt also Steak hat 53 Grad erreicht. Ich habe jetzt Brett auch also ein bisschen aufgewärmt und so Steak also dann wird nicht so kalt oder wird also dann Hitze nicht abgeben. Ich brauche so circa 5 bis 6 Minuten und dann kann man schon Anschnitt machen. Das sieht aber richtig sehr, sehr schön aus. Schauen also, wo der Knochen ist. Und danach. Ich hoffe, das sieht man. Der ist so circa bei 54 Grad Kerntemperatur. Da sieht man auch, also da ist also absolut also kaum Saft. Jetzt muss man noch mal ein bisschen salzen. Mache wieder mit Flockensalz. Und in Amerika, manche Profis machen noch richtig mit Olivenöl obendrauf, also damit das da noch saftiger bleibt. Ich weiß es nicht, mit Olivenöl, also ich glaube, also da kann man auch Geschmack also ein bisschen verändern. Pfeffersymphonie und Salz. Und so muss das sein. Jetzt ist Filet. Filet gefällt mir viel besser. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Übrigens, es gibt auch Gerüchte, dass Waldi kriegt immer Fleisch umsonst. Das ist absolut falsch. Das wäre nicht schlecht, also wenn ich sowas also bekomme, aber leider, ich muss immer noch alles selber einkaufen und ich kaufe oft also bei Metzger, beim normalen Metzger, bei türkischen Metzger, beim Metro auch.
und Geflügel sogar bei Lidl manchmal, also sowas wie Drumsteak und so weiter. Und deswegen, ich zahle immer das alles selber.